So, gut, was macht unser letzter? Der ist bereit, ein Unsterblicher zu werden. Also können wir mit der kleinen Armee uns mal um den Ork-Häuptling hier kümmern. So, damit sind wir den schon mal los. Können uns sein Gold schnappen. Hier den Ausgang graben und mal hier weiter graben. Okay, auf was sind wir gestoßen? Auf das letzte... Auf die letzte Tafel. Ah, ist doch gut. Gucken wir mal, was wir hier haben. Ah, den nächsten Ork-Häuptling gleich. Ups. Dann schnappt ihn euch mal. Legt er sich jetzt ernsthaft... Ne, er setzt sich auf die Ork-Bank hier. Und weg ist der Ork. Oh. Das bisschen Mauerstein, der könnte ich mal mitnehmen. Und das bisschen Mauerstein hier auch. Ist nicht verkehrt, ein bisschen Mauerstein zu haben, aber weiter runter grabe ich mich jetzt erstmal nicht. Ich mache jetzt erstmal einen Rückruf an mein gesamtes Militär. Und setz hier mal Leitern. So, mein Militär kommt und es will sogar schon kämpfen. Na gut, dann helfen wir ein bisschen nach. Okay, ein Gegner ist schon mal weg. Und der letzte. So, das heißt, wir können jetzt dich anditschen. Und dann die beiden Räume hier freigraben. So, der geht anditschen. Diese Tafel scheint die letzte zu sein. Hier steht, ich muss weg. Ich muss einfach hier raus. Dieses Ding, diese Abscheulichkeit, sie wird euer Leben rauben, eure Seele. Ich begreife nicht, wie der gelbe Magier sie in den Kristallen einschließen konnte und es ist mir auch egal. Ich muss einfach hier raus. Falls es irgendjemand liest, flieht, solange ihr noch könnt und berührt die Runenkristalle nicht. Wenn es hier bleibt, dann wird sich alles in nichts auflösen. Sollte es aber irgendwann freigelassen werden, es würde noch schlimmer kommen. Ja. Das ist auch der Grund, warum ich noch einen weiteren Militärzwerg angeheuert habe hier. Den könnte ich übrigens mal zurückporten, dass er weiter trainiert. Und wenn ich mir meine Vorräte so ansehe, mache ich doch lieber auch noch einen Fernkämpfer. Ach ja, und ich entferne hier mal die Maximallast. Oh, das ist ein ganz schöner Haufen an Gegnern. Das heißt, dein Typ wird mitverlangt. Ist das euer Ernst? Leute. Lass dir doch nicht alleine da kämpfen. So.
Ernsthaft? Geht kämpfen. Sword. Habe ich aus Versehen das Loch wieder zugemacht? Eigentlich nicht. So. Dann bitte schaltet das Ding mal aus. So, dieser ist jetzt auch ausgeschalten. Hä, merkt ihr auch, dass die Luft schwerer zu sein scheint? Egal, nur noch drei übrig. Ja, hier unten ist auf jeden Fall einer und hier drüben ist auch wahrscheinlich noch einer. Also gehen wir als nächstes an den da ran. Oh, die speichern lieber mal sicherheitshalber wieder. Jo, Bingo. Du kannst auch ruhig mithelfen. Ja, das ist eine sehr komische Definition von Hilfe, wenn du den ganzen Weg zurücklatscht. So. Mugs down. Wie läuft es? Findet ihr irgendwelche Rundkristalle? Ja, jetzt müssen wir nur noch den dritten ausschalten. Irgendwas ist aber komisch, als ob irgendwas in der Luft liegen würde. Pustekuchen, ihr habt nur etwas Schlechtes gegessen. Schaltet jetzt den Rest von ihnen ab. Ja. Da ist auf jeden Fall noch einer. Aber ich glaube hier unten nicht. Ich habe eher das Gefühl, dass hier oben was ist, noch was ist. Steht ja zum Beispiel umsonst nicht, dass wir in diese Richtung graben sollen. Also grabt mal in die Richtung. Und grabt auch mal nach unten. In die Richtung hier. Und viel zu viele Forschungspunkte. So, was macht mein neuer Jungzwerg? Den könnten wir eigentlich gleich mal befördern und trainieren lassen. Das geht, glaube ich, schneller. Ah, da ist auf jeden Fall noch was. Da ist Marmor auf jeden Fall, das wir auch nicht mehr brauchen. So, da oben wäre was, da drüben wäre noch was. Ich habe aber das Gefühl, hier unten ist jetzt nichts Besonderes mehr. Höchstens vielleicht noch ein Ork-Häuptling. Ne, nur zwei Goblins. Die wir allerdings auch schnell mal aufscheuchen können.
Okay, die lassen sich wohl nicht so wirklich aufscheuchen. Wie alle bis auf dem Scharfschützen irgendwie keinen Bock haben zu kämpfen. Ja. Kommt ruhig näher. Oder ich bringe einfach meine gesamte Kompanie. Der hat sich jetzt zurückgeportet. Ah, jetzt kommt die Kompanie. Ja, jetzt wollen sie auch den haben. Gut. So. Alle mal wieder hier in Bereitschaft bringen. So, jetzt bitte da noch freibuddeln. Und da sehen wir ja gleich, wo ich mich hin manövriere. In noch einen Ork-Hort. Okay. Du, weg da. So viel zur Wegfindung, die ist wieder ein bisschen abgeschmiert, würde ich sagen. George! So. Was macht mein... Der kann zum Speerwerfer und dann gleich zum Granatwerfer weiter abgequält werden. Der ist ziemlich schnell aufgestiegen, muss ich sagen. So. Dann bewirf mal. Das sieht übrigens gar nicht ungefährlich aus, wie er da einen ganzen Haufen Dynamit auf dem Rücken trägt. Und das Fass mit dem Totenkopf in seiner Hand. So, gut, dann gibt es ja nur noch den Raum da drüben. Also buddeln wir mal in die Richtung. Oh ja, da ist noch irgendwas Größeres dazwischen. Ja, da... Ich glaube, das hier ist der, äußere Raum, okay. Dann graben wir uns halt mal in die Richtung durch. Löschen das hier alles. Und versuchen hier noch den Weg drumherum zu finden. So. Mhm. Jo, da ist auf jeden Fall noch ein großer Raum. Jop, das war genau der. Listen good and listen well. Sieht euch das an. Die Katakomben scheinen endlos zu sein.
Wie viele Kreaturen wurden denn hier beerdigt? Und bei allen heiligen Bärten, was ist das für ein Ding?